Sie wissen ja alle, was ich die letzten 3 Jahre durchgemacht habe. Und diese schwierige Zeit kann man nur überstehen, wenn man eine funktionierende Familie hat. Als ich jetzt im Gefängnis war, habe ich immer wieder festgestellt, dass viele, die dort sind, den Weg zurück nicht schaffen, weil in dieser Zeit verlieren sie Freunde, Familie, Job, Wohnung. Die meisten, ich habe in der Kammer dort gearbeitet, ich habe also alle kommen und gehen sehen. Und die meisten scheitern daran, dass sie keinen Halt haben im sozialen Bereich. Und das war bei mir ganz anders. In dem Maße, wie ich dann der Tag näher kam, als ich einrücken musste, hat die Familie sich wie eine Muschel um mich gelegt. Plötzlich waren beide Kinder, wenn ich mal am Wochenende frei hatte, waren alle Kinder mit allen Enkelkindern da. Das war früher gar nicht immer regelmäßig der Fall. Mein Sohn wohnte ja in Nürnberg, meine Tochter in München, wie am Tegernsee. Und wie eine Muschel haben sie sich um mich gelegt. Und für mich war immer klar, denen musst du das alles zurückzahlen. Und das hat mich getrieben, das hat mich wirklich ruhig gemacht und das hat mich auf das Ziel hinarbeiten lassen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Und ich habe versucht, in der ganzen Zeit keinen einzigen Fehler zu machen, denn der ist ja Grundvoraussetzung, um die Halbstrafe zu bekommen. Und ich habe es dann geschafft, ohne einen Eintrag in diesem weißen Blatt, das jeder Gefangene furchtbar befürchtet. In Bayern ist natürlich sind die Regeln besonders streng. Ja? In Baden-Württemberg nicht so sehr, in Nordrhein-Westfalen viel weniger. In Bayern konnte man zum Beispiel nicht mit der Familie überhaupt nie telefonieren. Und ich bin ja am 2. Juni da einmarschiert in Landsberg. Und am 17. Juni hatte meine Frau Geburtstag. Und ich habe dann einen schriftlichen Antrag gestellt, muss ja alles schriftlich gemacht werden da, ob ich sie anrufen kann. Und der wurde abgelehnt. Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig die Härte dieser Zeit zu spüren bekommen. Und trotzdem geht es doch irgendwie irgendwann vorbei. Besuchen wollten mich natürlich Hunderte, das war keine Frage, aber... Es gab ja nur alle 14 Tage für 2 Stunden die Möglichkeit und maximal 3 Personen. Ja? Mhm. Und das war dann eben so, dass das eben immer, einmal war Pep Guardiola mit Frank Ribéry da oder Matthias Sammer, es waren Leute aus dem Club da, Karl-Heinz Rummenigge natürlich da, Herbert Heiner von der Firma Adidas, Günter Netzer ist aus der Schweiz angereist. Ottmar Hitzfeld, das fand ich ganz besonders schön, der hat in Landsberg am Tag vorher übernachtet, damit er ja nicht zu spät kommt, weil er um 9 Uhr kommen durfte bis 11 Uhr und er hat in Landsberg übernachtet, er kam aus der Schweiz, wo er wohnt. Und das fand ich besonders schön. Und Edmund Stoiber hat mich besucht und natürlich so oft wie möglich die Familie.